Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass so viele interessierte Menschen hier sind. Und ich möchte Ihnen heute etwas über die Journey-Therapie nach Brandon Bays näher bringen. Ich freue mich auch, dass das Kongressmotto Quantenphysik trifft Ganzheitsmedizin heißt, weil die Quantenphysik, um die kommen wir wohl alle nicht mehr ganz drum rum. Und im zweiten Teil möchte ich dann gerne den Schritt sozusagen nach vorne zum Balance-Seminar nochmal die Brücke schlagen. Zunächst stelle ich mich kurz vor. Ich habe früher sehr viel mit Kindern gearbeitet, habe Geografie und Englisch studiert und habe in der Schule mit den schwierigen Kindern sehr gerne gearbeitet. Gar nicht weit von hier, in Troisdorf, an der Gesamtschule. Und wer das Gesamtschulsystem kennt, weiß, dass es dort immer die Förderstunden gibt für die Kinder in den Hauptfächern, die Förderung brauchen. Und da gibt es auch die, die im Grunde überall gefördert werden müssten, weil sie Schwierigkeiten in allen Hauptfächern haben. Und wo steckt man die nur hin? Da gibt es dann diese Gruppe, wo man Entspannungstechniken mit ihnen machen soll oder sie in irgendeiner Form doch bitte dazu bewegt, dass sie dem Unterricht besser folgen können. Interessanterweise sind das häufig die Jungs. Und die fand ich immer ganz besonders spannend und habe mit ihnen so arbeiten können. Heute würde man das nennen, ich habe mit ihnen Energiearbeit gemacht. Das habe ich natürlich erstens damals noch gar nicht so gewusst und zweitens auch nicht hätte so nennen können bei 14, 15-Jährigen. Doch es war sehr, sehr beeindruckend, wie diese Kinder, Jugendlichen, wenn man sie nicht in das System presst, plötzlich eine Kreativität entwickeln und einen Zugang zu sich bekommen, der leider immer noch nicht in der Schule seinen Raum und seinen Platz findet. Wer Tony Buzan kennt, der weiß von den 10 Intelligenzen und in der Schule werden leider nur 3 abgefragt. Und diese Arbeit hat mich dann bewogen, erstens mal eine CD für Kinder zu machen, wie sie in ihre Weise zur Entspannung kommen. Ich bin selbst Mutter von einem Sohn und einer Tochter und mein Sohn war auch ein ganz quirliges Exemplar. Und zu der Zeit Anfang der 90er Jahre gab es eben zwar alles wunderbar für Mädchen, die Entspannung und das Rosa, weiß ich nicht was, aber die Jungs, naja, die Jungs kriegt man eben nicht zur Entspannung. Und das ist nicht so. Ich finde es sehr beeindruckend, welche Kreativität da ist. Und ich habe also diese CD gemacht und habe mich dann sehr schnell weiterentwickelt und es hat mich sehr fasziniert zu schauen, wie das mit der Energie ist, wie es mit der Meditation ist, wie können Kinder zur Ruhe kommen. Und wer von Ihnen mit Kindern arbeitet, der weiß, dass man mit Kindern intensiv arbeitet, doch auch bei den Eltern landet. Und ich bin in meinem Leben viel rumgekommen. Ich habe länger in Frankreich gelebt und in England gelebt, konnte mir die Schulsysteme und auch anderen Systeme für Kinder angucken, auch wenn Frankreich und England so nah ist, trennen uns wirklich Welten in dem Bereich. Und in England, in meiner Praxis, habe ich dann das Buch kennengelernt von Brandon Bays. Der Highway zur Seele, wie er so amerikanisch heißt. Brandon Bays ist Amerikanerin und hat sich selbst von einem, wie es heißt, Basketball-großen Tumor geheilt und hat danach überlegt, was habe ich eigentlich gemacht und hat diese Journey-Therapie entwickelt. In England, wo ich gleich noch zu kommen werde, in England hatte ich auch die Möglichkeit, beeindruckende Menschen in Seminaren und Vorträgen kennenzulernen und ich werde mich auf einige beziehen. Das ist unter anderem der Dr. Deepak Chopra, der ja einer der führenden Ersten war, der sich mit der Zelle beschäftigt. Und in der Journey-Therapie geht es um die Zelle. Deepak Chopra war einer, der sagte, ihn interessiert es weniger, gegen Krankheit anzukämpfen, ihn interessieren die sogenannten Spontanheilungen. Und wenn ein Mensch
eine Spontanheilung an sich erlebt hat, dann ist diese Anlage in jedem vorhanden. Und er hat Forschung laufen lassen und geschaut, ja, wie ist denn das nun mit der Zelle? Und heute wissen wir das von vielen. Ist das gut so? Ja. Heute ist es bewiesen, die Zellen erneuern sich und bei der Zellerneuerung werden halt die Informationen der einen Zelle auf die neue Zelle übertragen. Und das war mit der Grund, warum er eben, wir wissen zum Beispiel, Magenzellen erneuern sich alle 6 Wochen. Und er hat sich gefragt am Anfang, wieso wird dann ein Mensch, der ein Magengeschwür hat, nicht nach 6 Wochen ohne Magengeschwür sein, wenn sich doch die Zelle erneuert. Forschungen haben eben gezeigt, ja, es ist in der Zelle und wird weitergegeben. Und Deepak Chopra hat dann eben gesagt, gut, da müssen wir eben in der Zelle weiter forschen, diese Programmierungen, die dort sind. Und im Grunde in der Journey-Therapie wird diese Programmierung gelöst. Wie, erkläre ich Ihnen gleich. Bei den Untersuchungen über Spontanheilung gab es erstaunlicherweise einen Zusammenhang, den alle vereinten, warum es eine Spontanheilung gab. Und dieser eine Aspekt ist, dass diese Menschen, die Spontanheilung hatten, dachten oder wussten, ich bin noch nicht dran. Ansonsten ist jeder, der Spontanheilung hatte, in diesen Untersuchungen von Dr. Deepak Chopra, einen völlig unterschiedlichen Weg gegangen. Und das fand ich auch so beeindruckend oder erwähnenswert in der Verbindung, was Professor Brinkmeier sagte, ein Drittel der Menschen sind gesund geworden, weil sie gesund werden wollten. Also dieser Motor, was ist das, weil sie gesund werden wollten? Und genau darum geht es auch in der Journey-Therapie. Und einen zweiten, den ich erwähnen möchte, der mir auf meinem Weg begegnet ist, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist Greg Braden. Greg Braden, ein Physiker, der bei der NASA gearbeitet hat und der ausgeschieden ist, weil er gesagt hat, ich möchte diesen Bereich, der so auf Militär orientiert ist, nicht weitermachen. Und im Grunde ist er Visionär geworden, war es vielleicht schon immer, hat also die Kraftplätze der Erde bereist und hat sehr interessante Versuche zusammengefasst in seinem Buch Im Einklang mit der göttlichen Matrix. Er hat mehrere Bücher geschrieben, die ich alle empfehlen kann. Aber in diesem Buch Im Einklang mit der göttlichen Matrix geht es sehr viel um dieses sogenannte Quantenfeld, um die Körperweisheit. Der Deepak Chopra hat es eben das wissende Feld genannt. Ich denke, seit Sheldrake mit dem morphogenetischen Feld, das ist alles im Grunde, glaube ich, sehr miteinander verwandt, sehr verbunden. Es geht um dieses Feld und das hat der Professor Brinkmeier auch so schön gesagt, als er am Anfang mit seinem Equipment hier meinte, oh, hier funktioniert alles so gut, hier ist eine gute Atmosphäre. Und genau um diese Atmosphäre geht es sehr viel, ob wir gesund sind oder krank sind. Und dazu möchte ich näher eingehen. Der Greg Braden, der hat zum Beispiel bei den Übersetzungen der Qumran-Rollen im Toten Meer maßgeblich mitgemacht und mitübersetzt. Und in diesen Qumran-Rollen, die Schriftenrollen aus dem Toten Meer, da gibt es eine Stelle, wo er sagte, ja, dort steht, der Mensch hat die Fähigkeit und Kraft, wenn er sagt, Berg, bewege dich, dass der Berg sich bewegt. Und Greg Braden hat am Anfang gedacht, naja, das ist eine Metapher, so wie auch die Inkas zum Beispiel sagen, ja, vor 5000 Jahren, ja, um die Erde ist ein Spinnennetz. Auch eine Metapher, nur wenn wir uns überlegen, dass wir heute vom WWW-Punkt sprechen, dem World Wide Web, waren die Inkas gar nicht so weit davon entfernt oder wir von den Inkas. Viele Dinge finden sich wieder und das ist auch das, was Greg Braden so fasziniert hat, dass er sagte, ja, viele
Dinge waren vor 5000 Jahren bekannter, wo wir jetzt sagen, wow, hier haben wir was ganz Tolles herausgefunden. Verschlüsselt gab es das schon. Und diese Kraft, dass wir Menschen sagen können, Berg, bewege dich, und der Berg bewegt sich, wurde in diesen Schriftenrollen auch weiter definiert. Dort heißt es nämlich weiter, dass, um diese Kraft auf den Punkt zu bringen, der Mensch Folgendes braucht. Er braucht die Gedanken, die Gefühle und die Emotionen, und sie müssen auf einen Punkt zusammenkommen. Und da werde ich im Lauf des Vortrags nochmal genauer drauf eingehen. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie das so ist mit der Balance. Wenn die Atmosphäre gut ist, dann funktioniert alles. Ich habe mal diese Bereiche mit reingenommen. Wir wissen alle, Zeiteinteilung ist heute ein großes Thema. Ich kenne kein Kind mehr, was auch zu mir sagt, oh, es geht alles so schnell. Aus meiner Kindheit kenne ich das noch anders. Die Quantenphysik hat dazu auch Antworten. Da wissen wir, und zwar aufgrund der guten Messtechniken. Vor 200, 300 Jahren wurden viele Sachen einfach nicht entdeckt oder beschrieben, weil wir die Messtechniken nicht haben. Heute können wir mit Messtechniken Herzqualitäten und auch Schwingungsebenen des Herzens nachmessen. Und wir wissen heute auch, alles nachzulesen beim Greg Braden in dem Buch, dass die Erde auch einen Herzschlag oder Pulsschlag hat. Und dieser Pulsschlag der Erde steht in Resonanz zu unserem eigenen Herzschlag. Und der Pulsschlag der Erde wird immer schneller. Insofern gibt es da eine Korrelation zur Zeiteinteilung und dem Gefühl, eigentlich ist doch ein Tag gar nicht mehr 24 Stunden. Die anderen Bereiche, Herkunft, ich habe sicher ein anderes Gefühl als Berlinerin zu meiner Vergangenheit, meinem Leben, als Menschen aus anderen Kulturkreisen, meine Aktivitäten, mein physischer Körper, mein Beruf und meine Partnerschaft, das alles darf in Harmonie sein. Und wie es gesagt wurde, wenn die Atmosphäre stimmt, dann stimmt das auch. Wie wir alle wissen, stimmt das bei den allermeisten Menschen nicht mehr. Und der Mensch aus der Balance, diese gestörten Selbstbilder. Es geht, wenn ich das aus den letzten 9 Jahren aus meiner Praxis sagen darf, es geht immer und immer wieder um 2 ganz wesentliche Punkte, wenn Menschen zu mir kommen, die allerdings sich in sehr viel verschiedenen Bildern zeigen oder in sehr viel verschiedenen Symptomen daherkommen. Es geht immer um den Selbstwert, welchen Wert ich mir selbst gebe, und es geht immer darum, in der einen oder anderen versteckten Form um die bekommene Liebe der Eltern oder eben nicht bekommene Liebe der Eltern oder eben die eigene Empfindung, welche Wahrnehmung ich dazu habe. Was dann beim gestörten Selbstbild eben zu den verschiedenen Problembereichen führt, wo unsere Gesellschaft ja sehr dran krankt: Krankheit, Stress, Beziehungsprobleme, Traumatisierung und Orientierungslosigkeit. In der Wissenschaft gab es halt, nochmal, zum einen vor 300, 400 Jahren diesen einen Versuch, besser gesagt vor 200 Jahren hat man diesen Versuch gemacht, wo man gesagt hat, ich möchte jetzt endlich mal wissen, ob es denn nun diesen Äther gibt oder nicht, also dieses Spinnennetz, dieses, was alles verbindet. Und als dieser Versuch durchgeführt wurde, in Russland, steht auch in diesem Buch von Greg Braden, hat man halt gesagt, nein, es gibt keinen Ätherwind und damit gibt es keinen Äther und alles ist voneinander getrennt. Was leider dazu führte, dass eben sehr lange dieses Bild auch in der Medizin galt, Körper und Seele haben gar nichts miteinander zu tun. Zum Glück Candice Pert, wer sie kennt, eine Molekularmedizinerin, hat das in ihrem Buch Moleküle der Gefühle wunderbar beschrieben, dass Körper und Seele eben eins sind.
Gedanken, Gefühle und Überzeugungen haben nichts mit der äußeren Welt zu tun. So wurde es lange postuliert. Körper und Seele sind eins. Die DNS steuert den physischen Körper, tut sie sicher auch, indes spätestens nach Bruce Lipton, dem Biologen, der ja aus mehreren Universitäten erst entlassen wurde, weil er einfach zu früh was entdeckt hatte. Heute wird es dann als neue Entdeckung wieder genannt. Doch Bruce Lipton hat in seinem Buch Intelligente Zellen es wunderbar dargelegt, dass auch die DNS im Grunde auf die Gefühle reagiert. Und zwar diese Helixstruktur der DNS, wenn sie verbunden ist in einem Körper mit Stress und Hass und Aggression, diese Struktur mehr gedreht ist, also enger ist und nicht alle Punkte, die auf der DNS dem Körper normalerweise zur Verfügung stehen würden, dann zur Verfügung stehen. Hingegen, wenn die DNS entspannter ist, diese Doppelhelix, viel mehr Möglichkeiten dem menschlichen Körper zur Verfügung stehen. Eins der Beispiele ist zum Beispiel das Vitamin C, was wir Menschen nicht mehr selbst bilden können. Es gibt noch ein paar andere Säugetiere, die das nicht können. Die Fledermaus, das Meerschweinchen spannenderweise und eine besondere Affen, einzelne Affenarten. Man weiß aber, dass zum Beispiel schwangere oder stillende Frauen